Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Mein Name ist Steven Palagan und ich begrüße euch ganz herzlich zu unserem Drop-in-Talk zum Thema New Work. Ich bin bei MHP für das Thema New Work verantwortlich, aber ich werde dieses Gespräch nicht alleine führen, sondern ich habe eine ganz wunderbare Kollegin und einen nicht minder wunderbaren Kollegen dabei. Sarah, magst du dich kurz vorstellen? Ja, herzlich willkommen in unserer Runde. Denkmal meinerseits virtuell. Viele Grüße aus Düsseldorf. Mein Name ist Sarah König und ich darf das Thema Talent Acquisition bei MAP gestalten. Und deswegen ist New Work natürlich besonders spannend für uns und auch für die Zukunft, individuell mehr auf die Bedürfnisse aller einzugehen. Deswegen freue ich mich auf unseren Talk. Auch ein herzliches Willkommen von meiner Seite. Dirk Mannhardt, mein Name. Erstmal freue ich mich riesig, dass ich neben euch, Steven und Sarah, hier diesen Talk begleiten darf. Also so ein professionelles Ambiente habe ich selten erlebt und für mich wirklich eine ganz tolle Geschichte. Ich bin jetzt seit 20 Jahren bei MHP. Ihr könnt euch vorstellen, dass ich schon sehr viele Rolle inne hatte. Ich möchte euch jetzt nicht mit Details langweilen. Ich glaube, für dieses Thema relevant ist, dass ich seit Februar 2020 Teil der Corona Taskforce bin und ich bin auch beauftragt von der Geschäftsleitung, den Hochlauf aus dem Krisenmodus in eine neue Normalität zu organisieren, was wir Better Normal nennen. Ich habe mir vor 1,5 Jahren auch nicht vorstellen können, dass ich Experte für Tests und Masken und Impfen werde, aber die Pandemie hat das mit sich gebracht. Ich bin häufig befasst mit Personalthemen, mit Kulturthemen und auch mit dem Thema New Work. Und irgendwann schalte ich die Tagesschau ein und da sagt der Tagesschausprecher: Ein neuartiges Virus breitet sich aus. Es heißt so wie ein Bier, das man üblicherweise kennt. Und das wird dazu führen, dass eines Tages in sehr kurzer Zeit alle Büros geschlossen werden müssen. Und ich habe mir vorgestellt, das führt doch sicher zu einem ganz heftigen Blutsturz bei all denen, die mit der Organisation von Unternehmen und Bürolandschaften betraut sind. Wie hast du das in Erinnerung, Dirk? Wie war es für dich am Anfang, als du die Tagesschau-Sendung gesehen hast und dir überlegt hast, Mai, jetzt muss ich irgendwas tun? Steven, ich war im Februar 2020 zum Skifahren in Südtirol. Da gab es solche Begrifflichkeiten wie Risikogebiet gar nicht und plötzlich hieß es dann, Südtirol wird Risikogebiet. Also ein Schock, der für mich da eingetreten ist. Und dann bin ich zurückgekehrt, natürlich mit Test, alles negativ, wunderbar. Und dann hat MHP, glaube ich, eine sehr gute und wichtige Entscheidung getroffen. MHP hat eine Taskforce ins Leben gerufen. Und wie ich schon sagte, ich bin Teil dieser Taskforce. Und diese Taskforce hatte von Anfang an die Möglichkeit, zu jeder Zeit übers Wochenende die Geschäftsleitungsmitglieder zu kontaktieren. Wir haben auch eine Hotline für die Mitarbeiter eingerichtet, die sich jederzeit an diese Taskforce wenden konnten. Und so wurden alle Informationen zum Krisenmanagement in einer Einheit dieser Taskforce gebündelt. Und ich glaube, das war wirklich elementar für den Erfolg von unserem Krisenmanagement. Es war dann so, wir haben jeden Tag gearbeitet. Ich kam mir vor wie so eine Maschine. Morgens Taskforce-Termine sure fix. Wir haben die Situation bewertet, betrachtet, was gibt es zu entscheiden. Wir haben dann jeden Tag diese Entscheidungsvorlage für das MHP-Board, die Geschäftsleitung, vorbereitet, um dann abends die Entscheidungen abzuholen. Und dann ging das sofort in die Kommunikation, um die Mitarbeiter entsprechend zu informieren. Also eine rasante Zeit und die Geschwindigkeit, wie Prozesse, wie alles angepasst werden musste, hätte ich mir vor der Pandemie niemals vorstellen können. Sarah, was bedeutet diese Corona-Krise, diese Corona-Pandemie für das Recruiting? Haben wir mit Beginn dieser Herausforderung, dieses Zeitraums das Recruiting eingestellt oder wie hat sich das für dich weiterentwickelt? Also im Kern ist es auf jeden Fall rund um eine Chance. Ich glaube, für die gesamte Consulting-Branche, speziell auch für MHP, New Work oder nachher werden wir über Hybrid Work nochmal mehr sprechen, bietet es ja die Chance, auf die Individualität von den Menschen einzugehen. Das kann ein familiäres Umfeld sein mit Kindern oder ausgeprägte Hobbys oder vielleicht ein besonderer Wohnort oder Part-time kann auch eine Situation sein, wo man einfach eine andere Flexibilität sich wünscht, mit Kunden zu agieren, intern zu agieren.
Und darauf können wir viel, viel mehr jetzt eingehen. Und da bin ich so, so dankbar. Ich erinnere mich noch gut kurz, ja, das ist ja nur 1,5 Jahre her oder auch vor 2, 3 Jahren, wie sehr hat man in der Beratung doch fast gestresst, wie reiselustig bist du oder Reisebereitschaft. Und da war immer schnell 100%, 100% oder wenn man doch mal gnädig war, 90%. Und das wird ja alles weicher und auch, glaube ich, wichtig wird sein, dass man wirklich über das Individuum spricht. Und es wird weiterhin viele Menschen geben, die lieben das Reisen. Und das verstehe ich auch, ist ja auch was Besonderes. Und es gibt Menschen, die wollen es reduzierter, pointierter. Also das auszuloten ist eine große, große Chance für einen jeden und auch für eine Firma. Und auch die Reisen, wenn sie dann stattfinden, in die Büros oder zu Kunden, ganz bewusst zu planen und darüber viel, ja, anders nachzudenken als vielleicht früher. Ich habe selber, denke ich, gerade so drüber nach, wir haben ein tolles neues Büro in Düsseldorf als Beispiel. Das möchte ich mir jetzt auch mal endlich live wieder ansehen. Da werde ich bewusst den Tag gestalten, dass dieser auch befruchtend ist, dass man Menschen trifft, dass man Workshops hat und eher so die vermeintlichen Routineaufgaben an andere Tage lenkt oder zu anderen Uhrzeiten lenkt. Von daher für Recruiting, für interne Zufriedenheit, ja, eigentlich die Chance und der Segen an der ganzen, sicherlich auch schweren Situation an ein paar Aspekten. Jetzt hat die Pandemie ja eines gezeigt. Deutschland gilt als Land der Ingenieure, als Land des Erfindergeistes. Wir verdienen einen Großteil unseres Wohlstandes, den wir erwirtschaften, mit Technologie, mit Technik, mit Maschinen, mit Industrieanlagen. Aber dennoch hat sich das gesamte Land und viele Unternehmen schwer getan mit digitalen Prozessen, die es dann plötzlich umzusetzen galt. Was sind denn für dich, Dirk, aus deiner Perspektive die wichtigsten technischen und technologischen Aspekte, die im Rahmen der Pandemie aufgepoppt sind und die wir haben als Herausforderung auch angehen müssen, um unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine gute Zeit zu bescheren? Ja. Also MAP, weil wir Berater sind, wir sind seit jeher remote-fähig. Jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin bekommt einen Laptop, bekommt VPN-Zugang, bekommt ein Smartphone. Das mal als Grundvoraussetzung. Das Zweite, und da würde ich sagen, waren wir zur richtigen Zeit entsprechend dann mit dem Thema am Start, haben wir O365 eingeführt. Sprich, unsere ganzen Office-Anwendungen waren in der Cloud. Und wir konnten nach diesem Shutdown, wo wir alles runtergefahren haben, alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Remote-Zustand versetzt haben, sozusagen zwanghaft, waren wir von Anfang an remote-fähig. Wir hatten nie wirklich Performance-Probleme, dass mal tagelang irgendwelche Teams oder sonstige Applikationen ausgefallen wären. Und da hatten wir wirklich riesen Benefits. Im Kundenzugang war es natürlich eine Herausforderung, wenn man sich vorstellt, Management, Consulting, Workshops, die natürlich hier viel Interaktion notwendig machen. Da hatten wir am Anfang schon Bauchschmerzen. Wir sind dann relativ schnell auf ein Tool namens Miro gestoßen, was wir erst pilotiert haben und dann MAP-weit eingeführt haben. Und in dieser Whiteboard-Manier haben wir gelernt, kollaborativ mit unseren Kunden digital zusammenzuarbeiten. Und wir sind wirklich überrascht, wie gut das funktioniert. Also auch wirklich komplexe und neue Inhalte können dadurch entsprechend mit den Kunden abgearbeitet werden. Und so halten wir stets die Augen offen, ob es weitere Anwendungen gibt, wo können wir uns optimieren, wo können wir besser werden. Also wir versuchen jetzt hier diese Digitalisierung, diese Kollaboration, diese digitale Kollaboration mit dem Kunden stets weiter auszubauen und das ist unser ganz klarer Anspruch. Das Ganze hier nennt sich Drop-In-Talk. Ihr dürft gerne vorbei droppen, wie die Jugend ja heutzutage sagt. Für die Älteren ist es ein bisschen wie bei Wetten, dass, wo man als Zuschauer auch einen Anruf tätigen darf. Also meldet euch gerne mit einer Frage, mit einem Impuls, einem Kommentar, möglichst einem, der bestätigt, was wir hier sagen. Nein, Spaß. Ihr dürft natürlich auch doof finden, was wir tun und uns kritisch hinterfragen. Wir freuen uns auf Austausch. Sarah, wie hat sich denn eine rein virtuelle Bewerbersuche gestaltet? Man freut sich als Personaler, das weiß ich aus meiner eigenen Vergangenheit, wenn man einen Menschen vor sich sitzen hat, miteinander ins Gespräch kommt. Es hat ja eine ganz eigene Magie, miteinander zu diskutieren und zu überlegen, ob es passt. Ja. Wie findet man heraus, ob es passt, wenn man in einen Bildschirm hineinspricht? Ich glaube, was sich wirklich sehr verändert hat, sind die ersten 5 Minuten in den Gesprächen. Natürlich war es auch schön, in den Live-Momenten
Man kommt an, man begrüßt, von der Parkplatzsuche über den von Latte Macchiato, Cappuccino, die Gespräche. Jetzt im Virtuellen finde ich persönlich schön, man bekommt ja oder erhascht gewisse optische Eindrücke, sei es das, ne, was im Hintergrund passiert oder der Hund oder das Kind. Also gefühlt ist mehr Persönlichkeit jetzt drin und es teilen auch viel mehr Geschichten und geben mehr Einblicke. Und das glaube ich trotz der Distanz natürlich. Ich bin vielleicht in Düsseldorf, der Kandidat, die Kandidatin nochmal 1000 Kilometer woanders, so vielleicht auch in einer anderen Zeitzone. Und trotzdem ist man sich nah. Und das ist eigentlich ein Phänomen. Und ich fühle von auch Kandidaten, Kandidatinnenseite da eigentlich keine Distanz. Wir versuchen auch in den virtuellen Formaten unsere Kultur zu transportieren. Kultur transportieren geht dann wahrscheinlich am besten wirklich durch Geschichten erzählen, authentisch berichten. Welche Facetten an einem Arbeitgeber MAP machen Freude? Woran arbeiten wir? Wo gibt es natürlich auch Themen, die wir noch verbessern möchten? Also vielleicht mehr erzählen, auf der anderen Seite aber auch viel mehr zuhören. Ich glaube, das haben wir auch anders gelernt. In so einem virtuellen Format ist man sehr, glaube ich, gut konzentriert im One-on-One oder je nachdem, manchmal sind es auch mehr Gesprächspartner, auf Fragen einzugehen. Und das hat sich übers Jahr toi, 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 toll entwickelt. Und wir werden daran auch im neuen Normal, das haben wir zusammen auch mit der Arbeitsgruppe von Dirk Mannhardt erarbeitet, das weiter aufrechterhalten im virtuellen Stil bis zu einem gewissen Punkt, glaube ich. Ich glaube auch da, es wird Menschen geben, die möchten im Büro vorbeikommen. Und das wollen wir auch begrüßen, auch von unserer Seite. Es kann unterschiedliche Gründe haben, warum man sich sehen möchte. Es ist vielleicht einfach echt das menschliche Feeling, es ist vielleicht wirklich noch der klassische Handschlag, wenn wir ihn dann wieder so richtig dürfen. Und da werden wir einen guten Mix, glaube ich, für die Zukunft mitnehmen. Wir rasen ein wenig durch. Wir haben gar nicht so viel Zeit. Am liebsten würde ich ja mit euch Tage und Nächte lang über dieses Thema sprechen. Jenseits aller Technologie und jenseits aller Technik, aller Ausstattung, Devices und ob Skype, Zoom und Teams nun funktioniert oder nicht, New Work ist bedeutend mehr als das. New Work bezieht sich auch auf eine Art der Arbeit, auf eine Unternehmenskultur, auf das Miteinander. Es bezieht sich darauf, wie Führung neu gestaltet werden kann, wie Organisation neu gestaltet werden kann. Was sind denn Perspektiven oder was sind da Grundelemente, Dirk, die im Rahmen der Pandemie in eurer Taskforce diskutiert wurden, die diese Aspekte, also die nicht technischen Aspekte entsprechen? Also erstmal möchte ich nochmal auf den Punkt eingehen, was haben wir aus der Pandemie, aus der Krise gelernt? Und es gilt ja auch für uns, diese positiven Erfahrungen in ein Better Normal zu transferieren, also dass wir gestärkt aus dieser Krise hervorgehen. Und wenn du mich fragst, was die primäre Erfahrung ist aus dieser Krise, dann würde ich dir antworten, Remote-Arbeit funktioniert. Remote-Arbeit funktioniert und wir können 100% Vertrauen in unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben, dass sie auch in einem Remote-Modus entsprechend leisten und dass es alles wunderbar funktioniert. Also alle Projekte haben funktioniert, alle internen Prozesse haben funktioniert. Das ist für mich wirklich die größte Erkenntnis. Jetzt leiden wir natürlich schon alle unter, wie wir das nennen, Entfremdung. Wir können unsere Kolleginnen und Kollegen nur noch im 2D-Modus sehen, nicht mehr in 3D. Und wir sind eben von der Vergangenheit schon sehr präsent geprägt. Und für die Zukunft möchten wir das Beste aus beiden Welten transferieren, was wir dann in ein Arbeitsmodell namens Hybrid Work überführen möchten. Also wir möchten wirklich die Vorzüge einer Remote-Arbeit und die Vorzüge von einer Präsenz Arbeit in einem hybriden Modell bündeln, wo dann die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihre Arbeitswelt individualisieren können und entsprechend auch flexibilisieren können. Somit auch in unseren Augen Privat- und Berufsleben besser in eine Harmonie bringen können. Jetzt gibt es ja Schreckensmeldungen von anderen Unternehmen, wo es um die Frage geht, wie überwache ich meine Mitarbeiter am besten? Darf ich sie dazu zwingen, die Webcam 8 Stunden am Tag anzulassen, um zu schauen, dass die auch wirklich arbeiten? Darf ich unangekündigt zu Hause vorbeikommen oder Bewegungsprofile vom Handy auslesen? Da gibt es ja ganz gruselige Geschichten, die sich im Rahmen der Corona-Pandemie aufgezeigt und die öffentlich wurden. Sind das Themen, die für Kandidatinnen und Kandidaten
die Ihnen auf der Seele brennen, werden wir gefragt, wie wir mit hybrider Arbeit umgehen oder wie wir im Rahmen von Corona führen und wie wir uns organisieren. Also was ist das, was die Kandidatinnen und Kandidaten und Bewerberinnen und Bewerber interessiert, liebe Sarah? Also Sie fragen schon natürlich, wie wollen wir eine gute Integration schaffen, wie wollen wir das Onboarding aufgleisen, wie verhalten wir uns bei Halbjahresgesprächen, Jahresgesprächen. Da kommen Fragen hoch, aber ich würde gar nicht sagen, dass das immer ähnliche oder gleiche sind. Auch da kommt wieder Individualität hoch. Viele sind auch Dinge jetzt mittlerweile wirklich gewohnt. Es hat sich in unsere DNA fast jetzt schon eingeschliffen, obwohl es jetzt in der Pandemie 14, 15, 16 Monate sind. Auch teilweise verrückt, in der Schnelligkeit diese Veränderung zu haben. Von daher sehr unterschiedlich. Ich glaube, was wir gut machen im Moment, ist so diesen Mixansatz für die Zukunft. Eben bewusste On-Site, aber auch sehr bewusst weiterhin den Genuss von Remote zu genießen. Und neben aller Fachlichkeit, und ich glaube, das prägt uns ja den ganzen Tag, fachliche Meetings, Kompetenzen ausbauen, dass wir uns Zeit nehmen für Socializing, für Reden, für Kaffee-Talk, diesen wirklichen informellen Touch virtuell nicht zu verlieren. Und ich glaube, jetzt mit den Lockerungen, allein Corona-bedingt, wird dann nochmal eine Veränderung einkehren. Aber auch selbst in den sehr deutlichen Remote-Monaten, die hinter uns liegen, haben wir verschiedene Formate probiert. Das war zum Beispiel ein Chat-Roulette, da wird man zusammengewürfelt mit verschiedenen Kollegen, Kolleginnen oder auch in den sogenannten Starter-Days bei uns, wenn man bei uns im Onboarding ist. Natürlich wird man da fachlich toll berieselt mit, wie funktionieren wir organisatorisch, Leadership-Themen und. Aber wir haben immer wieder wirklich Schwerpunkte gelegt und auch mit einem gewissen Umfang und nicht immer nur 5 Minuten aufs echte Kennenlernen. Wer bist du? Wer bist du als Mensch? Wo liegen Hobbys? Wo liegen Interessen? Und ich glaube, das wird in Zukunft echt mehr Gewicht haben, vielleicht wirklich mehr Gewicht als vor 2 Jahren noch. Und das finde ich eine sehr erstrebenswerte Entwicklung für alle Unternehmen. Jetzt nicht nur auf natürlich an AP gesprochen. Wir haben eine Anruferin oder einen Anrufer, ein Drop-in. Hier sieht's aus wie beim Kölner Karneval. Ich bitte um die Zustellung ins Studio. Hallo zusammen. Hallöchen, wen haben wir denn da? Magst du dich kurz vorstellen? Sehr gerne. Mein Name ist Sarah Hoffmann. Ich bin systemischer Coach und auch Senior Consultant bei MAP. Und ja, habe eine Frage mitgebracht tatsächlich. Wunderbar, schieß los. Ich finde den Titel von euch total spannend, weil es ja darum geht, ob New Work gescheitert ist. Ich fand aber, eigentlich sind wir ja durch eine ziemlich zwanghafte Lage überhaupt erst in dieses New Work reingegangen in letzter Zeit. Daher meine Frage, ist es nicht jetzt erst überhaupt die Chance, dass wir uns ja bewähren müssen mit unserem New Work? Wie stellen wir das auf? Wie gehen wir das an? Was ist unsere Haltung darin? Weil jetzt der Zwang hoffentlich ja wieder weniger wird. Und dann ist es doch, glaube ich, erst an uns überhaupt auch erst weiterzumachen, da wo uns die Pandemie jetzt quasi rausgelassen hat. Vielen Dank für diese Frage und diesen Impuls. Ich möchte das gerne weitergeben an dich, Dirk. Das ist ja erst einmal so aus der Innenperspektive entspricht jetzt gerade deinem Stellenprofil als Danke dir. Mitglied der Ja, Taskforce. danke dir. Was würdest du Sarah antworten auf die Frage, ob und wie wir das und die guten Erkenntnisse in Zukunft weiterleben werden? Ja. Also ich habe schon den Begriff Hybrid Work fallen lassen, den haben wir ja nicht wir erfunden, sondern der geistert ja überall durch die Zeitungen. Wir haben schon immer Hybrid Work gehabt. Auch in der Vergangenheit hatten wir immer eine Remote-Quote. Es war halt nicht bewusst organisiert und strukturiert. Also man war mal in der Remote-Arbeit oder im Homeoffice, aber es war nicht wirklich strukturiert. Und wir wollen jetzt für die Zukunft entsprechend dieses Hybrid Work auch als Kulturelement von MHP etablieren. Ich möchte mal drei Beispiele nennen oder drei Bereiche nennen, wie wir das umsetzen möchten. Ein sehr wichtiger Bereich, weil wir nun mal Berater sind, ist, dass wir mit den Kunden entsprechend definieren, wie Hybrid Work pro Projekt aussieht. Wir haben eine Bewertungsmatrix erarbeitet, die man dann mit dem Kunden entsprechend durcharbeitet und der Kunde am Ende vom Tag definiert, wie hoch eine Remote-Quote pro Projekt ist. Aber wir haben jetzt hier eine Methodik entsprechend entwickelt, wo dann ganz strukturiert eine Remote-Quote entwickelt werden kann.
Dann gibt es dazu Handlungsanweisungen, um diese Remote-Quote und dieses Hybrid-Work pro Projekt entsprechend auch zu etablieren. Also das ist dieser Bereich für die Kundenprojekte. Und hier wird es dann auch sicherlich wahrscheinlich in Zukunft eine höhere Remote-Quote geben. Nicht so wie aktuell in der Krise, aber doch höher als wahrscheinlich vor der Krise. Den zweiten Bereich, den ich ansprechen möchte, sind die internen Bereiche. Hier haben wir auch eine Bewertungsmatrix entwickelt. Als Ergebnis von dieser Auswertung wird dann nicht eine Quote, eine Remote-Quote erscheinen, sondern es wird erscheinen pro Team Tage vor Ort. Also auch hier diese Mischung, dieses Beste aus beiden Welten entsprechend destillieren zu wollen, dass man sagt, das Team, in dem Fall von Sarah, trifft sich in dem On-Site, sage ich mal, Mittwoch und Donnerstag, das sind ihre On-Site-Tage, wo die Aktivitäten, die On-Site nun mal besser funktionieren, On-Site entsprechend abgearbeitet werden, wo dann auch Teambuilding-Möglichkeiten bestehen und so weiter und so fort. Die restlichen Tage von Sarahs Team werden dann freigestellt, also flexibilisiert, wo jede Mitarbeiterin und Mitarbeiter dann die Möglichkeit bekommt, selbst zu entscheiden, bin ich vor Ort in meinem zugeordneten Office oder bin ich eben in einer Remote-Situation. Und hierüber wollen wir entsprechend den Mitarbeitern und Mitarbeitern die Möglichkeit geben, ihre Arbeitswelt zu flexibilisieren. Wir wollen auf gar keinen Fall zwanghaft das tun, sondern es soll ein Angebot sein von MHP an die Mitarbeiterschaft. Wir wollen hier auch eine Sogwirkung erzeugen, weil also ich persönlich werde künftig nicht mehr 5 Tage die Woche vor Ort sein, sondern ich habe auch zu schätzen gelernt, den einen oder anderen Tag zu Hause zu sein. Von dem her soll das als Angebot angesehen werden und diese Sogwirkung soll entsprechend hier für Remote-Arbeit auch erzeugt werden. Aber es soll eine gesunde Mischung aus beiden sein. Und den letzten Punkt, erlaube mir noch diese Ausführung, sind dann diese Vielzahl an Meetings. Also ich bin natürlich jetzt auch gerade geplagt durch extrem viele Meetings und da habe ich den Eindruck, das hat schon zugenommen durch diesen Remote-Modus, weil natürlich jetzt alles nur remote besprochen werden kann. Bei den Meetings ist es so, dass wir hier ein Prinzip Remote First einführen möchten oder schon auch in der Krise eingeführt haben, aber für das Better Normal soll ganz klar die Devise sein, dass Meetings grundsätzlich erstmal initial remote gedacht werden, wenn ich sie organisieren möchte. Vor Corona war eigentlich ein ganz normaler Reflex, ich möchte ein Meeting machen und ich buche einen Meetingraum. Wir möchten diese Denke umkehren, sagen, ich denke erstmal remote. Und dann kann es eben Gründe geben, wie zum Beispiel neue Teilnehmer, viele Teilnehmer, neues Thema, komplexes Thema, wo ich mich dann entscheide als Organisator, ich möchte ein On-Site-Meeting organisieren. Auch bei Regelkommunikation wie Boards, die jetzt, sagen wir mal, monatlich stattfinden, wollen wir auch ausbrechen aus diesem, jedes Board muss entsprechend On-Site gemacht werden, wie vor Corona, sondern hier wollen wir auch eine gesunde Mischung haben, ich sage mal 50-50, aber dann bitte 100% remote und 100% on-site, weil diese Mixformen an Meetings in der Regel nicht besonders gut funktionieren. So mal das Gedankengut an diese neue Arbeitswelt. Ich würde meine Rolle als Moderator ein wenig ergänzen und aus meiner Erfahrung mit unserer Kundschaft berichten. Tatsächlich ist es so, dass viele Kundinnen und Kunden zu schätzen gelernt haben, beziehungsweise die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu schätzen gelernt haben, dass plötzlich Flexibilität herrscht. Dass es eben nicht eine 100%ige Präsenzquote gibt und dass die jahrelang Forderungen nach Homeoffice nun sich beinahe ins Gegenteil verkehren. Man ist verpflichtet, von zu Hause zu arbeiten und das führt zu einer ganz gesunden Entwicklung, sowohl auf Seite der Unternehmerschaft als auch auf Seite der Mitarbeiterschaft, wo man feststellt, nee, eine 100%ige Homeoffice-Quote ist etwas, was wir wiederum auch nicht wollen. Natürlich. Aber der Weg dahin, die Infrastrukturen zu schaffen, die Führungskultur zumindest zu überdenken, organisieren, Organisation in der Form zu schaffen, dass bestimmte Dinge möglich sind als Remote-Konzept. Das führt dazu, dass zum Ende hin das, was du sagst, auch bei vielen unserer Kundinnen und Kunden passiert, dass man eine Art von Hybrid-Work etabliert, wo Präsenzkultur, aber auch digitale Remote-Kultur gleichermaßen bestehen und ineinander verzahnt werden. Um auf die Frage von Sarah zurückzukommen, ich glaube,
in dieser Hinsicht, ohne all die Schrecken und die Düsternis abzuschwächen und zu verharmlosen, in dieser Hinsicht war die Corona-Pandemie tatsächlich ein Gewinn, weil es die Unternehmen gezwungen hat und gedrungen hat und unter Druck gesetzt hat, sich zu verändern. Das sind ja alles Dinge, die wir seit 20 Jahren miteinander besprechen und mit uns herumschleppen. Also die ersten Aldi-Computer, die gab es Mitte der 90er Jahre, seitdem ist Deutschland flächendeckend mit PCs versorgt und seit die ersten AOL-CDs eingelegt wurden, gibt es auch irgendwie Internet. Das heißt, es hätte schon früh die Möglichkeit gegeben, das einzusetzen und jetzt kommen wir im Prinzip nicht mehr drum herum. Ich glaube, es gibt einen kulturellen Druck, nicht mehr zurückzufallen. Mhm. Das ist wunderbar. Ja. Wie empfindest du das denn, Sarah? Also mir kommt noch ein Beispiel in Sinn im internationalen Kontext. Das möchte ich auch nicht mehr missen. Wir haben vor 2 Jahren immer mal in Teams, wenn wir was organisiert haben, an Workshops rumüberlegt, wann und welche Uhrzeit und wie können alle fliegen und anreisen. Und jetzt ist es so schön, dass wir auch wirklich immer sofort alle on the same point, alle haben die gleichen Chancen zur gleichen Uhrzeit, zum gleichen Thema. Und das sollten wir uns auch auf jeden Fall aufrechterhalten. Das ist wirklich toll. Und wie sehr man auch vielleicht gewisse Dinge vergisst, so geht es mir, vor 2 Jahren, 3 Jahren, wie anstrengend waren auch manchmal noch technische Formate, wenn dann vielleicht ein Teil der Teilnehmer an einem Ort war, ein anderer Teil vielleicht online, dann hatte man wieder die Telefonspinnenprobleme, dann akustische Rückkopplung und. Und mittlerweile haben wir ein Niveau erreicht, da ist man in einem Online-Meeting und da ist man vielleicht gerade mal eine Minute zu spät, dann wird ja schon erinnert, wo ist der oder diejenige. Also es ist schon in einem beeindruckenden Tempo vonstatten gegangen. Aber gerade den internationalen Charme, Chapeau, da haben wir, glaube ich, viel erreicht, auch im Thema Teaming und Kultur, jetzt auch auf MAP gesprochen, eher durch diese Phase wirklich zusammengewachsen zu sein. Und jetzt gilt es natürlich auch hier in Zukunft wieder bewusst, dann die internationalen Reisen auch zu organisieren. Sarah, beantwortet das deine Frage? Oder hast du noch eine Nachfrage oder einen Impuls, was du uns mitgeben möchtest? Aber tatsächlich, ja, ein Ausblick vielleicht. Also ich bin sehr gespannt auf die Regeln, die sich dadurch ergeben werden. Du hast gerade von Pflichten gesprochen. Ich glaube, das ist so der Kasus Knacktus am Ende. Finden wir gute Regeln, sinnvolle Regeln, um das für alle bestmöglich in ihrer ganzen Flexibilität, die wir ja so haben, zu regeln? Und ich glaube, da haben wir unglaublich viel Gestaltungsspielraum, aber am Ende eben auch unglaublich viel Verantwortung. Was machen wir draus? Und ja, ich glaube, das ist so zumindest in meiner Realität der nächste Punkt, auf den wir da hinarbeiten werden. Ja. Und da freue ich mich sehr drauf. Fantastisch. Vielen Dank. Vielen Dank, Sarah. Mhm. Zum Stichwort Verantwortungsteam, wenn ich da noch sagen darf, weil Dirk vorhin es auch erwähnte, wir sind wirklich in so einem Online-Marathon mittlerweile. Ich meine, wir haben uns bemüht, jetzt mittlerweile, glaube ich, gute 5-Minuten-Pausen einzubauen und Lunch in Kalender einzutragen. Also ich glaube, da hat jeder schon mittlerweile gelernt, sich den Kalender ein bisschen angenehmer zu gestalten. Aber vielleicht auch bei großen Formaten, dass wir bewusst in einer Agenda auch beschreiben, da gibt es Sessions, da kann man sehr gerne spazieren gehen. Und man kann auch auf einem Handy sehr gut meine Folie erkennen. Man muss nicht immer diesen klassischen Weg des Schreibtisches, ob das jetzt im Homeoffice oder im Office ist, mal auch wirklich die Dynamik laufen. Wie gut tut es in einem Gespräch laufen? Das hört man ja oft auch schon an der Stimme, ob sich ein Mensch bewegt oder, ja, ich lege mich nicht aufs Sofa, aber das hört man einfach auch. Ne? Und das müssen wir uns mit Kraft erhalten, weil sonst ist das auch anstrengend, über Monate so zu arbeiten. Und jetzt haben wir noch 33 Grad, das kommt noch manchmal hinzu. Man könnte eine App entwickeln, sodass es sich immer anhört, als würde man laufen, während man auf dem Sofa sitzt. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt, Sarah, das möchte ich nochmal aufgreifen. Uns ist auch durchaus bewusst, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine hohe Belastung haben. Ich habe es auch gesagt, ich glaube, die Anzahl der Meetings ist wirklich extrem gestiegen. Und wir haben jetzt schon angefangen, ein Enablement für, wir nennen es Remote Excellence, entsprechend zu etablieren. Das wird jetzt noch weiter zentralisiert und strukturiert in einer Learning Journey, wo man die Mitarbeiter entsprechend enablen werden, ihnen Hilfestellungen gibt, wie sie ihre Remote-Arbeit bestmöglich organisieren können. Es geht also los von Umgang mit irgendwelchen Tools, Miro, Whiteboard und Teams und so weiter, was ich schon genannt habe, aber auch wirklich, du hast es ja das Stichwort genannt, auch mal bewusst einen Blocker setzen, um mal in Ruhe ein Mittagessen einnehmen zu können. Also das sind alles dann solche Hinweise, so Tipps, die wir dann unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mitgeben möchten.
Vielen Dank. Ich würde an dieser Stelle die Kollegin wieder verabschieden und zum nächsten Thema kommen, Dirk. Sarah, unsere Recruiting-Chefin, hat es schon erwähnt. Gerade die internationale Zusammenarbeit ist ja durch das digitale Verständnis bzw. die digitale Kollaboration hat sich ja wahnsinnig verändert. Also früher musste man Leute ja für tausende Euro oder wenn sie aus Mallorca kommen, für 70 Euro mindestens, kurzer Exkurs, einfliegen. Man hat Workshops organisiert, Hotels gebucht, über Zeitzonen hinweg. Die Leute waren mindestens einen Tag Knülle nach der Ankunft, einen Tag Knülle nach dem Abflug. Das hat sich ja zumindest in den Recruiting-Kontexten und auch in anderen Zusammenhängen verändert. Wie empfindest du denn die Zusammenarbeit oder wie empfindest du denn das, was die Kolleginnen und Kollegen aus Rumänien, den USA oder China erzählen? Sind es dieselben Herausforderungen? Wie sieht da die Zusammenarbeit aus? Was nehmen wir mit für die zukünftige Zusammenarbeit als MHP-Gruppe im internationalen Zusammenhang? Ich meine, die Pandemie hat sich ja in den einzelnen Ländern sehr unterschiedlich entwickelt. China war natürlich früh dran und waren aber sehr schnell aus der Pandemie wieder draußen. Da hat man natürlich auch gelernt, wie das dann auch, wie dieser Hochlauf entsprechend dann auch funktionieren kann. Also wir nehmen schon mit, wie es die Sarah auch sagte, der Zusammenhalt mit den Ländern über diese digitale Kollaboration, der ist mit Sicherheit größer geworden. Also wir kollaborieren einfacher und schneller mit den Länderkolleginnen und Kollegen, als es vor der Pandemie der Fall war. Das haben wir auf jeden Fall mal als positiven Aspekt mitgenommen. Und auch generell, das gilt jetzt nicht nur für die Tochtergesellschaften, das gilt generell in meinen Augen auch für die ganze Company bei MHP, wir sind schon sehr zusammengewachsen, weil ich natürlich auch mal diesen Aspekt so irgendwo sehe, man schaut bei dem anderen ins Büro rein oder in die Wohnung, also dieser private Teil ist auch wirklich in der Pandemie mir nochmal stärker geworden. Ich habe auch den Eindruck, dass man auch gerne mal über ein privates Thema entsprechend spricht. Das war wahrscheinlich vor der Pandemie weniger der Fall, also man ist auch als Company mit den Ländern auch viel, viel stärker zusammengerückt. Sarah, was würdest du Kandidatinnen und Kandidaten empfehlen, die sich jetzt auf Jobsuche begeben? Gibt es etwas, was sie anders machen können als vor der Pandemie, was im Hinblick auf New Work anders werden kann und einen guten Eindruck macht? Wie erhöht ein Mensch seine Chancen, wenn er bei dir sich per Skype oder Zoom oder Teams einwählt? Ich glaube, da haben sich, um ehrlich zu sein, meine, unsere Erwartungen gar nicht so sehr geändert. Ich glaube, essentiell ist weiterhin die Authentizität. Da würde ich gar nicht so viel planerisch rangehen, wie könnte ich wie besser überzeugen oder. Es gibt sicher ein paar Tricks. Das fängt schon an, wie stelle ich mich vor die Kamera, wie gehe ich mit digitalen Medien um und, ja. Aber wir jetzt aus einer Recruiting-Warte, wir wollen ja als HRler den Menschen erstmal kennenlernen. Die fachlichen Kollegen machen dann den fachlichen Part, das ist nochmal ein anderer Aspekt. Aber wir wollen ja erstmal den Cultural Fit ausarbeiten oder ausarbeiten klingt schon, nur wirklich den Menschen kennenlernen. Da braucht man, glaube ich, mittlerweile keine andere Vorbereitung. Was sich, glaube ich, sehr geändert hat, ist dieses einfache Wort Selbstorganisation. Es wird schon vermehrt. Wir Älteren auch, aber vor allem auch die Jüngeren, verlangt, sich selber zu organisieren. Und man lernt jetzt auch anders. Wie sehr hat man doch früher auch geschätzt, man ist im Büro, man hört einfach die anderen Menschen sprechen. Man hört sie telefonieren, man hört sie Eskalationen lösen, man hört sie Menschen zu begeistern, was auch immer im Kontext steht. Und das sind so kleine Aspekte, die wir jetzt im virtuellen Raum nicht mehr in dem Maß haben. Und da liegt auch, glaube ich, noch Kreativität drin, wie man auch diese kleinen Learnings, die man auch täglich als junger Mensch hier und da wieder aufschnappt, auch im virtuellen oder im hybriden Modell wieder zu fokussieren. Weil da lernt man ja essentiell. Das sind ja auch heute nicht mehr die Lerneinheiten, 2 Tage Schulung en bloc und dann ist man gleich auf dem nächsten Level, sondern es sind wirklich diese täglichen Elemente, die man lernt. Ein Beispiel da noch zu nennen, da war auch eine Speakerin vorhin in einem der anderen Panel, die Sophie Heinz von der Programming School 42, mit dem wir jetzt auch kooperieren in Heilbronn. Und das ist ein ganz bemerkenswertes Konzept. Das ist ja keine klassische Hochschule, wie wir das noch so kennen, mit Professoren, die das alles genau wissen, sondern ein Peer-Learning-Ansatz und das Ganze auch viel auch dort im virtuellen wie auch On-Site-Modell. Und auch da sind, glaube ich, Teilnehmer ab 18 Jahren bis Open End.
Das ist Selbstorganisation pur und auch bemerkenswert, wie man das so meistert und dadurch lernt, auch von Teammembers, unabhängig Hierarchien. Wir haben eine zweite Anruferin bzw. Anrufer, das ist schon Nummer zwei. Hier laufen die Leitungen heiß, die Wahnsinn. Telefonistinnen und Kollegen irgendwie an den Apparaten, die wissen kaum mehr wohin. Bitte Zuschaltung ins Studio. Hallo Simon, hier hört ihr mich? Hallo Simon, wir hören dich. Wunderbar. Ja, meine Frage hat sich gerade eben noch so ein bisschen auf das letzte Thema bezogen, aber ich kann das gerne ummodeln auf das Neue. Gerade das Thema Internationales bewegt mich auch. Ich arbeite in einem kirchlichen Jugendverband, also ganz anderer Bereich. Bin da Referent für Theologie und hatte davor super viel Reisetätigkeit. Ich habe mal einen Monat in Rom verbracht und habe da gemerkt, wie viel das auch bringt, wenn man mit den Leuten mal abends zusammensitzt und mal eine Pizza isst oder mal ein Bierchen trinkt. Und dieser informelle Austausch, der ist uns im Büro zum Glück jetzt intern nicht verloren gegangen, weil wir so eine Skype-Runde gestartet haben, jeden Morgen um 10 und haben uns da super ausgetauscht. Ich hatte fast den Eindruck, ich hatte mehr Kontakt mit meinen Kolleginnen und Kollegen als zuvor. Das lässt jetzt aber nach. Manche gehen wieder ins Büro, andere sind noch mehr im Homeoffice. Da haben wir gerade eben schon drüber gesprochen. Wenn es jetzt aber ums Internationale geht, dann habe ich so das Gefühl, dass gerade so diese Zeit jetzt zeigt, dass in manchen Ländern man schon deutlich weiter ist mit Homeoffice, in anderen noch weniger. Wie geht ihr bei MHP damit um und wie wollt ihr damit auch in Zukunft umgehen, dass es da eben weiter diese informellen Möglichkeiten zum Austausch auch gibt? Weil so ein Meeting ist ja häufig so, dass man dann die Themen bespricht, die zu besprechen sind, aber dann ist es auch wieder vorbei. Vielen Dank für deine Frage, Simon. Als jemand, der selber Theologie studiert hat, bist du natürlich der Anrufer meines Herzens. So viel vorab. Ich kann einen kurzen Impuls geben, was ein Kunde von uns gerade tut und kann Dirk und kann auch die Sarah möglicherweise ergänzen zu den Ideen, die wir für MAP selber entwickelt haben. Also das, was Kundinnen und Kunden von uns tun, ist den Tag gemeinsam zu beginnen im Team. Man macht Anfang des Tages in einer Art Daily oder einem Stand-up ein gemeinsames Kaffee trinken, was sich auch etabliert ist, ein gemeinsames After-Work-Getränk, wo man dann auch ganz bewusst die Kameras anschaltet, miteinander anstößt, Projekterfolge gemeinsam feiert. Der Zusammenhalt oder der gemeinsame Arbeitsabschluss von beispielsweise Meilensteinen, Projekten muss ja nicht aufhören, nur weil man sie nicht persönlich treffen kann. Das ist etwas, was Kundinnen und Kunden sehr zu schätzen wissen, weil genau das, was du sagst, Flurfunk, nicht verloren geht. Es gibt dazu spannende Formate, wo man sich virtuell um bestimmte Tische herum gruppieren kann und zustoßen kann, herausgehen kann, ähnlich wie unser Drop-In-Format. Da wird es sicherlich noch einiges geben, was kommt und was den Organisationen das Leben erleichtert. Vielleicht noch ein letzter Impuls von dir, Dirk. Ja. Also es ist ja generell, wir wollen natürlich auch bei MHP die Präsenzkultur weiterhin aufrechterhalten und es ist nichts Schöneres, als mit einem Kollegen, Kollegin einen Kaffee zu trinken oder mal einen Spaziergang zu machen. Das wird es auch in Zukunft geben. Wobei wir natürlich auch die On-Site-Ansätze, speziell wenn es Richtung Reisen geht, also wie oft ich in Wolfsburg gefahren bin zu einem Meeting und wieder heimgefahren bin, das möchte ich gar nicht wissen. Oder auch mal für einen Tag nach China, ob man dann wirklich dann solche Dinge auch in Zukunft, das gilt jetzt nicht nur für MHP, sondern das ist meine Vermutung auch generell in der Wirtschaft, ob es das in Zukunft in der Dimension wie vor Corona noch geben wird, das wage ich zu bezweifeln. Ich glaube, es wird viel bewusster Präsenzeinsätze geplant werden müssen und die werden geplant werden, von dem her wird es zurückgehen, aber es wird es weiterhin geben und geben müssen. Wie du sagst, wir wollen uns weiterhin treffen, wir wollen weiterhin abends auch mal eine Pizza essen gehen und mal zusammen ein Bier trinken. Das ist sehr notwendig und das werden wir bei MHP in der Zukunft auch haben. Wenn ich einhaken darf, Sarah, magst du noch was sagen? Dann hätte ich noch eine Abschlussfrage. Ja, ich habe Simon nicht ganz gehört, aber ich glaube, im Kontext einordnen können. Ich hatte wirklich Online-Formate bei MHP abends auch, ich will nicht sagen feucht und fröhlich, aber überraschend, was auch digital funktioniert. Von Spieleabend und aller Kreativität, die es da auch gibt. Natürlich ist das anders und vor allem, glaube ich, schwerer vielleicht für Menschen, die auch in einem Teamkonglomerat erst neuer dabei sind. Also gerade am Anfang auch diese virtuelle Sichtbarkeit zu bekommen. Also man hat zwar alle haben Kamera an und man sieht dann ganz viele Gesichter in so einem schönen Zuschauermodus, da entstehen ja tolle Bilder,
aber auch ja, jeden ein bisschen zum Sprechen auch kommen zu lassen. Das ist auch eine Kür. Aber da kann man, glaube ich, schöne Sachen machen, und wenn wir es schaffen, dann eben im Mix, wie ihr auch gesagt habt, ab und zu dann die Live-Aktion, dann wird das alles klar. Wir nähern uns dem Ende. Ich habe noch eine allerletzte Frage an euch beide. Ist eine Ja- oder Nein-Frage. Sarah, hast du schon mal bei einem langweiligen Meeting Candy Crush gespielt? Nein. Du? Nein. Ich glaube euch beiden nicht. Möchte aber mich an ich dieser. Ich glaube euch beiden tatsächlich nicht. Aber es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich bin froh und dankbar, hier mit euch in diesem Drop-In-Format über die neue Arbeitswelt reden zu dürfen. Bleibt dran, es gibt noch fantastische Talks und Gespräche und Diskussionsrunden im MHP-Festival. Ich wünsche euch eine wunderbare Zeit, bleibt gesund und habt eine weiterhin wunderbare, gute Laune. Ciao. Vielen Dank. Ciao.